Hey ho Leute, hier ist der Phönix. Ja, wir sind zurück in Dark Souls 3 und sind immer noch in diesem wundervollen Wald, der einfach endlos ist, irgendwie. Naja, ist aber auch ein schöner Wald, also von daher, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will einen verdammten Wald haben. Und jetzt schicken sie mir einen riesen Wald, oh Gott, ich bin so glücklich. Oh. Warum hat der auf einmal so bläulich angefangen zu leuchten, als ich auf den eingestochen habe? Disgusting. Gut. Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Das war doch ein anderes Haus. Zack. Oh oh. Wow, 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 wow. Zack. Ja, hier waren wir schon. Bam, 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 bam. Ihr könnt nichts. Ah, und unser Leben wurde geheilt. Der Ring des Hohepriesters ist ganz schön nett. Was? Wow! Ganz ruhig. Ganz ruhig, Bro. Zack, zack, zack. Okay, dass der nicht so magieempfindlich ist, hätte ich mir denken können. Unser Schwert macht ja fast nur Magieschaden. Zack. Egal. Wir natzen ihn trotzdem um. Hier. Oh Leute, das macht so Spaß. Ne? Jetzt habe ich schon fast wieder meine ganze FP-Leiste versenkt. Naja, okay, ich würde sagen, wenn wir es schaffen, mit einer Magiewaffe einen Magiegegner zu besiegen, dann ist die Waffe wirklich gut. Okay, um die Riesenkrabbe kümmern wir uns auch noch. Helm des gefallenen Ritters. Klingt interessant. Ah, boah, ist die Klotz. Ich wollte deine Jungen nicht töten. Oder so. Kann ich noch irgendwas sagen, damit du... Alter! Nicht böse bist. Oh Gott, ey, sieht aus. Bitte warn! Schmeißt die sich einfach mal auf uns. Okay, ich muss mir was einfallen. Wow! Da setzt die Blubs gerade ein. Sind wir hier bei Pokémon oder was? Okay, hier wäre die Sense ganz gut für den Blutungsschaden, ne? Na komm, Brust. Da. Ich häng fest. Boah. Nein, das ist nicht. Oh, verdammt. Ah, er blockt dann nicht, ne? Haben wir jetzt? Ja. Okay, schaffen wir das? Alter. Ich sehe nichts mehr. Ja. Oh nein, nein, kein Kraftangriff. Bitte nicht verquetschen. Okay, das wird eng. Was ist das für ein Vieh? Oh, ich wollte gerade heilen, du Sau. Jetzt habe ich den extra von unserem Baum gefangen. Aha. Ja, den müssen wir definitiv mit der Sense killen. Der hat eine verdammt hohe Magieresistenz. Ich sollte mir noch eine Backup-Waffe hinzufügen, falls das mit dem Degen wirklich zu haarig ist. Ein zweiter Degen. So, Krabi, ich komm wieder. Kommst du her, Kingler? Ja, genau. Oh, wow. Warum ist die auf einmal so aggressiv? Ja, komm. Zack. 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 Nein. Benz. Oh, oh. Gibt doch keinen Blutungsschaden, ne? Das ist der. Scheißegal. Mach nochmal Blutschall. Genau so. Ah ne, das war gar nicht frei. Denn! Oh, wir haben sie hingelegt. Oh, nee, 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 nee. Behalte deine Sammelschiff. Was? Warum machen wir auf einmal so wenig Schaden mit der Sinn? Oh nein, 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 nein. Ich mag sie nicht. Ja, denkst du. Aber jetzt macht. Aua. Nein, nein, nein. Nein! 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 Nur noch ein Schlag und sie ist tot! Bitte lass mich... Oh, du Fass. Du bist gestorben. Ach man, was soll der Scheiß? Ich hab da noch einen Schlag gebracht. Ich hätte ihn nur noch anpupsen müssen. Ich wäre tot gewesen. Ich hab keine Lust mehr.
Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Ich hab dir nichts getan. Okay. Gut jetzt. Hyperaktive Fiste. Na komm. Nein. Ach, ich war doch am Rollen, du Sau. Nee, das ist jetzt nicht fair. Nee, nee. War nicht cool von dir, Grabi. Ich dachte, wir wären Freunde. Komm her. Ah, denkste. Trifft mich aber nicht, Sau. Komm her. Ah, oh, verdammt. Warum sag ich denn noch so was? Oh. Voll auf. Ah, nein, 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 nein. Ich will nicht schon wieder sterben. Oh Gott. Ich will nicht die kleine Krabbe anvisieren. Boah. Ich glaube, die Krabbe ist einmalig. Komm, noch ein Schlag. Boah, jetzt schnall ich das erstmal, ne? Die kriegt aufs letzte Viertel mehr Verteidigung, die Sau. Die dumme Sau, damit mal übermütig wird, ne? Oh, nee. Oh, nee. So, jetzt aber. So, tschüss, Krabi. Was mit dir, du Sau? Mein Gott. Ach so, als Dankeschön erhält man dann eine kleine Titanitscherbe. Als Belohnung. Ja, ihr könnt mich mal. FromSoft, ihr könnt mich mal. Mann. Und wir haben schon wieder eine Glut verschwendet. Dieses Spiel, ne? Das Spiel. Wollt ihr mich verarschen? Da vorne steht noch eine? Was soll ich denn tun? Graswappenschild. Leute, der Graswappenschild aus Dark Souls 1. Ein alter, mittelgroßer Metallschild unbekannter Herkunft. Das Graswappen besitzt leichte magische Kräfte und beschleunigt die Ausdauerregeneration mäßig. Und parieren. Ist aber kein 100% Schild und deswegen werden wir ihn nicht anlegen. Ja, Leute, ich werde nur 100% Schilder benutzen. Das ist so. Gut. Dann holen wir uns noch die ganzen Gegenstände hier und versuchen uns so schnell wie möglich zu verdrücken, denn langsam wird das hier doch etwas ungemütlich, wenn hier Riesen-Kinglers rumlaufen. Gott. Verdammte Kinglers. Gerade mal überlegen, wie viel Gewicht macht der Degen aus? Sonst können wir die Sense und den Degen ja gleichzeitig ausgerüstet haben. Nee. Gut, dann machen wir die Fackel mal weg. Ja, dann passt es. Perfekt. Okay, wie kommen wir da hoch? Ach, FromSoft, du bist so lustig, ne? So lustig. Wie sollen wir uns den verdammten Gegenstand erholen? Nee. Von da oben? Kann man da irgendwie hoch? Oh, Leute, ich benutze nie wieder Glut, ne? Jedes Mal drauf sterbe ich. Ah, dadurch. Zack. Gegenstand hatten wir uns doch schon geholt. Na der. Goldfalkenschild. Ah, das ist auch kein 100% Schild, soweit ich weiß. Den gucken wir uns auch gleich an. Dann haben wir hier noch was. Große Seele eines unbekannten Reisenden. Mhm. Schön, schön. Und dann haben wir hier. Wer bist du denn? Oh, was? Du bist aber ganz schön schnell auf den Füßen, ne? Ach so, da kommt der andere auch direkt angewetzt, ne? Oh, was sind das denn jetzt hier? Zwei komische Kreuze. Goddammit! Step, step! So, komm her, du Sau.
Daggerus of Death. Oder so. Ja, klar. Man darf natürlich gegen beide gleichzeitig kämpfen, ne? Weil es so schön ist. Wetten, die können sich auch heilen? Das Schwert von dem kenne ich. Von dem einen da. Von dem, ja, von dem Schwertträger. Oh, Leute. Von wem war das Schwert da nochmal? Das war doch auch nicht. Ist das nicht ein Schwarz? Alter! Ist das nicht ein Schwarz-Ritterschwert? Alter, jetzt kommt da noch so eine Krabbe, ne? Leute! Einer nach dem anderen! Ach du! Nein! Nein, nein, nein! Definitiv nicht! So richtig zum Bluten zu bringen. Nein, 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 du halt jetzt nicht. Yes. So, den ersten haben wir. Warum der zweite uns gerade in Ruhe gelassen hat, verstehe ich auch nicht. Riesenkeule. Bin ich auch aus Dark Souls 1? Nee, aus Dark Souls 2, oder? Ich will jetzt wissen, woher ich das Schwert da kenne. Nee, der war verbuggt. Ja. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht töten. Bitte nicht, nicht töten. Finde ich nicht so cool. Ach, komm schon. Du. Was? Warum haben... Alter! Warum haben wir nicht getroffen? I still don't get it. Oh Gott. Ja, ich glaube, zum Waffenverzaubern ist ein bisschen zu riskant. Alter! Der Typ ist ja noch behinderter als der andere. Wow. Komm, ich will Backstep fischen. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, da hat er uns geparried. Ah, oh, goddammit. Na, ich habe keine Estus-Flakos mehr gehabt. Woher kenne ich das Schwert? Nee, ein Schwarzritterschwert war es auch nicht. Das ist... Hm. Naja, wir lesen es ja dann in der Beschreibung, wie wir es bekommen. War das nicht aus einer Drachenseele? Aus einer Drachenseele von Dark Souls 1? Kann das sein? Oh Gott sei Dank, die sind nur einmal da. So, komm her. Bro. Oh, du kannst den halt nicht aus dem Angriff da raushauen, ne? Wenn er Bock hat, dich da drin zu treffen, dann trifft er dich. Kannst du machen, was du willst. Zack. Ich muss die Entfernung richtig einschätzen. Nein, 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 nein. Uiuiuiui. Schon. Mach Blutpunkt. Nein, nein, Alter! Das ist so eine üble Kombo. Na komm. Yes! Das ist down. Sau. Sau. Verbanden-Großschwert. Verbanden-Großschwert. Oh, das müsste mir eigentlich schon was sagen, ne? Und ich nenne mich Dark Souls-Fan. Da. Das blutbefleckte Großschwert gehörte einem der Wachhunde von Pharaon, die über den Schlaf gefallener Soldaten wachen. Die Klinge ist eine Erinnerung an die einstigen Missetaten der Verbannten. Ah, wem gehört das? Das Führen bedarf übermenschlicher Kraft. Fertigkeit Wirbelhieb. Schneidet in einer großen Drehbewegung durch Bewegung durch Gegner und nutzt einen schweren Angriff für einen großflächigen Wirbelhieb. An wen ist das eine Ansprache? Oh Gott, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht fällt es mir im Lauf noch ein. Schon überlegen. Und ich muss einen Cut setzen. So Leute, nee, ich habe keinen Plan, woher ich das Schwert kenne. Ich habe es auch gerade mal gegoogelt, ob es Verbannten Großschwert irgendwie in den anderen Itembeschreibungen aus Dark Souls 2 oder 1 gibt und habe nichts dazu gefunden. Jetzt müssen wir uns irgendwie an der großen Krabbe da vorbeischmuggeln. Oh nein, es hat nicht funktioniert.
sie hat uns bemerkt. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, wieso sind wir denn zu schwer? Nein, am Gewicht liegt nicht. Oh Mann, ich hab dran gehabt. Da liegt noch ein Gegenstand. Ich will den Gegenstand. Proviant des großen Sumpfs und eine Rüstung. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles aus dem Wald. Oh, wir sind so langsam. Ah, jetzt wird's besser. Haben wir jetzt alles aus dem Wald? Oh mein Gott, ein Gegner. Und was ist das hier? Oh, hier haben wir gleich... Ist das ein schwarzer Ritter? Okay, gehen wir gleich auf den Grund. Erstmal dieses Miststück hier töten. So. Da stand ein schwarzer Ritter, oder? Gucken wir uns gleich mal genauer an. Gut, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, natürlich. Das ist die Kristallechse, die wir am Anfang schon... Nee. Oh, da müssen wir auch noch hin. Tatsache, das ist... Das ist ein schwarzer Ritter, ich weiß nicht. Leute, ich... Hab mich jetzt schon wieder tausendfach mehr verliebt in Dark Souls 3. Ich krieg's nicht mehr. Wow, macht der einen Schaden! Du Heiliger! Ich würde jetzt gern sagen, dass ich mir da den kleine Sachen zusammenfarme, aber da dürfte eine Weile dauern. Die Kapuze von Prince Lothric. Jetzt frage ich mich allerdings, ob der wirklich nur dieses Ultra-Großschwert da droppen lässt oder ob vielleicht auch andere von denen droppen kann. So, warte, da müsste es sein, an der Tabelle vorbei. Ja, genau, dich meine ich. Ich hab keine Angst vor dir. Ja, hier kommst du nämlich nicht durch, ne? So, da sind die komischen Typen, die Kreuzträger, was auch immer. Der Baumstammträger. Ihr könnt sowieso nichts. Er geht einfach weg. So, sag hier, wenn ich nicht habe. Einfach mal abstauben unterwegs. Gut, dann muss ich noch weiter in der Richtung gewesen sein. Was hier? Ich weiß es nicht mehr. Oh oh. Nein! Ich laufe natürlich voll in die Attacke, ne? Wo ist das denn? Wo sind wir eben lang? Nee, hier hoch kommen wir nicht, oder? Wir sind links von den, Quatsch. Rechts von den zwei komischen Kriegern entlang gegangen. Und da war dann die Höhle. Laufen wir gerade zurück? Ja, tatsächlich, wir sind zurückgelaufen. Das ist nett. gut, dann haben wir zumindest Leuchtfeuer. Moment mal, wir hatten sowieso volles Leben. Naja gut, dann war der Weg wenigstens sinnlos. Darunter und... Oh, Gegenstand. Seele eines unbekannten Reisenden. Da seht ihr mal, nichts ist umsonst. Toyota. Gut, wo war die Höhle? Die Hölle. Da ist sie. Da ist sie. Direkt geradeaus vom Leuchtfeuer. Alles klar. Schwarze Ritter. Jetzt gibt's Ärger. Ganz ruhig. Zack. Kann das sein, dass die mit den roten Augen ganz schön schnell Blutungsschaden bekommen? Kam mir gerade so vor. Gut. Warum können wir... Oh, was? Den Degen können wir nicht verzaubern? Oh, das ist doof. Na gut, der ist halt schon magisch, ne? Komm her. Komm her. Zeig mir, was du kannst. Ja. Das ist ganz schön flink. Oh, nein, 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 nein! Alter!
Dark Souls, ne? Säulentod. Ich liebe es. Säule. Passiert hier ständig. Das ist ein bisschen anders. Und hier scheint es dann nicht zu halten. Kann ich dir einen Backstep geben? Wärst du damit einverstanden? Maybe. Nein, will er nicht, ne? Will er nicht. Bald haben wir eben die Hälfte abgezogen. Dann brauchst du ja nur noch die andere Hälfte. Autsch! Oh, ich hasse es, wenn unsere Ausdauer leer ist. Generell, in jedem Spiel. Ausdauer leer sehe ich schon fast weniger gerne als Leben leer. Willst du mich verarschen? Hat er mir einen One-Hit gegeben? Okay, Zeit für Glut. Ja, das geht nach hinten los. Gut, dann versuchen wir mit der Sense auf den drauf zu hauen. Vielleicht können wir mit Blutungsschaden was erreichen. Alter. Alter Verwalter. Nicht zu schwachen, Herr Kollege. Na komm. Jetzt frisst er unsere Sense, du. Jetzt geht ab. Und dann müssen wir schnell zum Degen wechseln, damit unser Finderboost zuschlägt. Zack. Ja, ne? Hier mal ein bisschen Leben herstellen. Oh, oh. Ja. Noch ein bisschen Leben. Ja, dann. Genauso. Jetzt haben wir wieder voll. Ich wollte jetzt keine Estus-Plattform dafür verschwenden. So, die können wir aber mal nicht verstärken. Oh, was? Geh weg. Geh weg. Na komm. Ich hab besseres zu tun. Oh, deine Titanit-Scherbe. Sehr schön. Jetzt hätten wir sogar genug, um die Sense nochmal zu verstärken. Ne? Ja, komm. Auf einen fairen Kampf. Nee, die Sense ist zu langsam dafür. Das können wir knicken. Ich muss. Mein Vorteil dem Schwarzritter gegenüber ist, ich bin etwas flinker. Sein Vorteil ist, dass er maximal 2 Schläge braucht. Oh oh. Oh nein, 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 nein! Boah. Und raus da! Oh oh. Der petzt die halt mit einem Hieb weg, ne? Blocken können wir fast vergessen. Ich würde gerne nicht so weit räumen. Nein, ich habe nichts gesehen! Och, komm schon! Was soll der Scheiß? Mein Gott, ich habe keine Lust mehr. Wir sehen uns gleich vom Schwarzritter wieder. Round 3. Komm her. Immer ganz vorsichtig einen Schlag setzen. Dann abbauen. Auf den richtigen Moment warten. Schlagen. Weg. Ja, tut mir leid, wenn ich gerade relativ wenig kommentiere, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Ich habe keine Lust auf eine vierte Runde. Ah, die hopp. Schon. Noch ein Schlag? Ich dachte. Komm schon. Okay, die Hälfte haben wir. Na.
übermütig werden. Nein! Wir haben ihn gleich. Nicht reden. Für ihn. Nicht reden. Wow. Der hat gepfeffert. Der? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er hat den doch noch überlebt. Ben, jetzt aber. Ben, er ist tot. Er ist down. Er ist down. Er ist down. Rüstung des Schwarzen Ritters. Nice. Nice. Nice! Ah. Ja, schade, dass es leider nicht mein Stil ist, deswegen werde ich die wahrscheinlich verkaufen. Ja. Guckt's euch an. Naja, gut. Ziehen wir wieder unsere andere an. Gut. So. Oh Leute, jetzt habe ich fast schon Lust, den Rest von dem auch zu sammeln, ne? Jetzt. Seltene Rüstung bekommen. So, dann lesen wir mal interessanterweise die Schwarzritterrüstung vor. Die Rüstung der Schwarzen Ritter, die das Land durchstreifen. Wow, 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 Moment mal. Die das Land durchstreifen? Das heißt, es gibt noch mehr davon. Sie diente dem ersten Fürsten Quinn und folgten ihm in die Flammen des Feuerbands. Sie zerfielen zu Asche, doch durchwandern noch heute die Welt. Als Ascheklumpen jetzt, oder wie? Oder was? Manchmal übertreiben die ein bisschen mit ihrer Dramaturgie in den Texten. Söldner Doppelschwert, Leute! Das klingt nice. Das gucken wir uns gleich mal an. Wobei, ja, Doppelschwerter sind zwar immer eine ganz schöne Sache, ne? Sehen ganz nett aus, aber dann habe ich kein Schild und dann fühle ich mich ein bisschen... Naja. Wo sind sie? Die Doppeldeutsche haben wir schon gesehen. Jetzt testen wir mal die Doppelschwerter. Oh, die sehen ganz nett aus. Sieht aus wie ein Entermesser. Oh, das sieht sehr stilvoll aus. Seht ihr die Verzierung da? Und da hängt das andere, oder wie? So, das ist das normale. Ich meine, das ist das Moveset vom Skimitar. Und das ist Zwei-Schwerter-Stil. Ja, okay, rechts ist wieder immer noch nur noch der Einhändige. Aber hier haben wir das mit den Zweier. Wow. Ich muss sagen, das fetzt. Spezialangriff ist... Ah, nett. Wow, der zockt aber nicht sehr viel MP. Seht ihr das? Wie langsam die Leiste leer geht. Das ist interessant. Nein, nicht die Großhänse. Da. Ja, nur 4 FP kosten. Ein paar Skimitars... Wie es einige Söldner verwenden. Die scharfen Klingen ermöglichen effektive Hiebangriffe, aber gegen Metallrüstung oder harte Schuppen sind sie fast nutzlos. In beiden Händen getragen sind sie vielseitig einsetzbar und in geeigneter Haltung sind einzigartige Angriffe mit der linken Hand möglich. Fertigkeit Wirbelhieb schneidet in einer großen Drehbewegung durch Gegner und führt aus der Drehung heraus einen schweren Angriff aus. Ah, Moment. Wow! Jetzt habe ich den Spezialeffekt gesehen. Alter! Das ist... Wow! Das ist beachtlich. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass es Doppelrapiere gibt. gut. Gehen wir wieder zu unserem Kristallding. Moment, wie viel Schaden machen die Doppeldinger? 99 haben die. Das ist gar nicht schlecht, ne? Sogar richtig gut für ein Zwei-Waffen-Stil. Huh. Ist eine Überlegung wert. Gut, was haben wir hinterm Schwarzen Ritter? Kohle von Pharaon. Ah, und wir hatten noch was gefunden von einem Gegenstand, bei dem ich dachte, es wäre einzigartig. Ne, das war ein Foliant, genau. Ist das für den Zauberer was gewesen? Moment. Foliant von Karim, den hatten wir schon. Foliant des großen Sumpfes. Hohe Pyromantien des großen Sumpfes lernen. Yes! Das klingt nett. Pyromantie-Foliant aus dem großen Sumpf enthält fortgeschrittene Pyromantien. Gib ihn einem Meister-Pyromanten, um fortgeschrittene Pyromantien des großen Sumpfes zu erlernen.
Die Zauber des großen Sumpfes werden von Meister zu Schüler weitergegeben. Ohne einen Meister gibt es keinen Schüler, doch ohne Schüler auch keinen Meister. Wie philosophisch. Kohle von Pharaon. Kohle, die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Vor langer Zeit genutzt, um die Großschwerter der Untotenlegion von Pharaon zu schmieden. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteine für die Durchwirkung schwer, scharf und giftig zu nutzen. Ah. Nett. Sehr nett. Und wie kriegen wir die Tür da hinten jetzt auf? Haben wir irgendwas hinter uns verpasst? Wow! Eigentlich haben wir alles erkundigt. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Oh nein, da sind die riesen Kinglas wieder, ne? Oh, ein Kingler. Grüne Blüten. Lauf! Ich hätte gerne die Titanic-Scholle. Quatsch, die Scholle. Schuppe. Genau. Das sind ja die neuen Drachenknochen hier. Für die Bosswaffen. Okay, hier ist eine Leiter. Gott, der ist immer noch da, ne? Gibt's so schnell nicht auf. Noch keine einzige versteckte Wand. Was haben wir hier? Heimatknochen. Und hier geht's weiter runter. Ah! Das hier ist. Da lag nämlich die Kohle, ne? Die Kohle von Pharaon. Ah, okay. Da sieht man mal, das ist ein ganzer einzigartiger Komplex, ne? Boah, Leute. Ist das... Alter. Hey, Moment mal, das sieht aus wie das Demon's Souls Gebiet. So entfernt. Das erste Gebiet. Ist, als wenn das da oben Boletaria wäre, ne? Leute, das ist aber nicht direkt daneben, oder? Alter. Das ist auch so riesig. Das wäre der Hammer. Das wäre wirklich der Hammer. Naja gut, machen wir mal weiter. Die Leiter runter. Und Leuchtfeuer. Yes! Sehr gut. Yes. So, jetzt gehen wir mal die ganzen Sachen mit Feuerwandschein erledigen, die wieder angefallen sind. Wir haben nämlich einiges abzugeben. Pyromantie, einem Meisterpyromanten aushändigen. Wer ist der Meisterpyromant? Wir haben noch keinen Pyromanten getroffen. Oder meinen die den Zauberer da, den wir aus dem Wald geholt haben? Müssen wir mal nachgucken. Und wir haben für die verlorene Priesterin, die Blinde, ihren Folianten. Foliant von Karim. Wo sind wir denn? Der da faselt nur noch rum. Ah, there you are. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Wir können den dazu anstiften, für uns zu plündern? Willst du mich verarschen? Oh ja, okay. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Wir müssen ja alle irgendwie überleben, ne? Lass mal den mal auf eine Diebestour. So, dann wollte ich noch ein paar Sachen verkaufen, ne? Haben wir wieder doppelte Rüstung? Okay, Dolch einmal verkaufen. Krähengroßklinge verkaufen. So, gebrochenes Bruchschwert. Schwert des Lothric-Ritters habe ich schon wieder zwei. Oder immer noch. God knows. Ah, ist egal. Lass mal das jetzt so. Goodbye, Deuce. Das kann ich noch offscreen machen. Gut. Dann reden wir jetzt mit der Priesterin, wenn wir sie finden. Hast du was Neues zu sagen? Gaining admission to the lead. Nee, nichts Neues.
Wo lag die Priesterin? In irgendeinem Gang rechts, oder? Oder links? Da gerade. Ja, hier ist richtig. Oh, Champion of Ash, welcome back. Do you wish to hear a tale? You only have to ask. Bitte schön. Oh, you've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Ah, jetzt hat die neuen Wunder. Tränen der Verleugnung gewährt eine Überlebenschance, wenn TP auf Null sind. Oh je. Rückkehr, Wucht. Oh Gott, Wucht. Ich hasse Wucht, ne? PvP ist das mieser Zauber. Ach, Entschuldigung, da muss ich gerade ein Schlückelchen süppeln. Meine Kehle ist total trocken. Wo saß der Zauberer jetzt nochmal? Der war doch auch hier, oder? Ja, da ist er. Back again, I see. I suppose this means you're after sorceries. Ah, können wir nicht den Proliant geben. I don't mean to see any in the fight. Ja, okay. Come again. Haben wir den Pyromanten verpasst? Ich wüsste jetzt nicht, wem wir den sonst geben sollen, ne? Vielleicht ihm da hinten? Ich weiß. Nee, der ist ja für Magie, oder? Der war für Magie zuständig. Oh, I would do it. Wahre Stärke entfalten. Haben wir wieder einen Punkt. Das ist nett. Wo stecken wir den rein? Machen wir mal Intelligenz oder Geschicklichkeit, Stärke. Ah, Belastbarkeit. Dann machen wir nochmal. Ah! Wir können so viel gebrauchen. Ja komm, dann machen wir Belastbarkeit noch gerade auf 20. Danach machen wir Vitalität auf 15 und dann geht's so weiter. Be safe. Ja, danke schön. Oh, der ist voll nett, ne? Oh. Das ist irgendwie voll der lustige Kauz. Was heißt ihr denn? Nee. Be safe. Der ist nett. Der gefällt mir. Das ist mein neuer Freund. So, hat... Hä? Wo ist die liebe Dame denn jetzt schon wieder hin, die hier saß? Die war auch ganz schön mysteriös, ne? Nee, wir haben nichts miteinander zu tun. Tschüss. Dark Souls. Naja. Gut, dann geht's jetzt zurück. Moment. Untoten Knochensplitter verbrennen. Ah, nee, haben wir ja schon gemacht. Verbrannfeste. Aber Leute, der Part ist wieder vorbei. Ich muss euch leider raus. Ja, da hat sich der Part wieder selber beendet. Ja gut, aber ihr habt den Schluss noch mitbekommen. Ich muss den Part beenden und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bla bla bla, euer Phoenix. Ciao, ciao.